Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Geographen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge an Bord des Redstone-Kreuzfahrtschiffs. Im letzten Part habe ich mich mal ein bisschen zu weit überschlagen mit Philosophieren und so weiter und so fort. Und mich weniger auf das eigentliche Tun zu konzentrieren, was hier eigentlich getan werden soll, und zwar die Technik fertig zu machen. Und ich glaube, ich habe hier was falsch gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht. So, wir gucken jetzt einmal. Ja, ich habe was vergessen. Genau, ich hatte die Technik vergessen, die uns unser Minecart umsortiert. Wir erinnern uns, bevor wir die Technik einbauen, wo bauen wir die denn ein? Die bauen wir eben hier ein. Die können wir hier einbauen. So, bauen wir hier ein. Weg. Ich möchte mal eben jetzt einmal ausprobieren, ob die Technik soweit funktioniert, was die Koffergeschichte angeht. Wir haben ein Minecart, welches unsere Schlüssel verwaltet. Die Minecarts verwalten die Schlüssel. Das haben wir schon gesagt. Und im Minecart drin, oh, ich hätte vielleicht die Schlüssel, das wäre eine ganz, ganz, ganz kluge Idee. Die Schlüssel der Hotelzimmer. Ja, wo sind sie denn? Oh, warte mal, das ist jetzt hier alles so kompliziert. Moment, lass mal kurz eben gucken. Boah, ganz ruhig, ganz ruhig. Da muss ich hin. So, dieses durch die Wände fliegen macht einen manchmal ganz schön hibbelig hier in Minecraft. Wir haben C1 für Komfortzimmer 1, C2 für Komfortzimmer 2. Es fehlen noch 3, also 4, beziehungsweise es gibt 6 genau. C3, dann C4PO, schon wieder der schlechte Witz vom letzten Mal. Dann C5 und anschließend und abschließend C6. Die kommen gleich hier einmal in eine Kiste. So, dann wissen wir genau, dass hier die Komfortzimmer sind. Diese Kiste ist für uns sehr, sehr wichtig. So, und die 32 hier bei C5. Macht mir gerade Angst, dass da nur 32 waren. Okay, passt schon. Wir wollen jetzt einmal ein Zimmer erstellen. Das erstellen wir so, dass wir einfach unser Zimmer, C6 in diesem Fall, reinfahren lassen. Zimmer erstellt, Komfortklasse bereit. Ich kann zur Auswahl gehen, wähle Komfort aus, verfügbar, gehen weiter zur Gepäckabgabe, geben einmal kurz ein wenig Redstone in dieser Anordnung in die Kiste herein. Sieht doch schön aus. Und bezahlen mit Redstone, kann man nicht bezahlen, wir müssen mit Emeraldes bezahlen. 23 sind es an der Zahl, die wir hier einzulegen haben. Bereiten wir ganz schnell vor und werfen die Emeralds ein. So. Einige Fragen werden bestimmt gefragt haben im letzten Part, wie ist eigentlich die Geschichte ausgegangen mit deinem Bruder, hat im letzten Part Graflöte geübt. Ganz einfach, er sagte, ja, er übt gleich, wenn ich fertig bin mit den Aufnahmen. So, ja, es geht weiter, ich bekomme meinen Gutschein fürs Essen, die Bordkarte und die Schlüsselkarte und kann nun an Bord gehen, indem ich hier die Bordkarte einwerfe und durchgehe. So, Zimmer C6 wurde schon vorbereitet. Wenn ich mich jetzt da ganz schnell hinbegebe, wird allerdings mein Gepäck noch nicht angekommen sein, weil das Gepäck einen ziemlich weiten Weg zurücklegen muss. Deshalb beeile ich mich mal ziemlich schnell. Oh. Muss ich noch beschriften. Ja, wir sehen, mein Gepäck ist noch nicht da. Sollte aber bald ankommen. Da kommt es. Da kommt mein Gepäck an. Mal gucken, ob es klappt. Ich gehe mal rein an Bord. Theoretisch müsste es jetzt ankommen. Ja, es hat funktioniert. Und mein Gepäck ist angekommen. Juhu. Juhu, das hat geklappt, sehr gut geklappt. Und jetzt kommt allerdings das Minecart mit vertauschten. Ja, ist auch gut. Ja, das ist sehr interessant hier, höchstgradig interessant. Ach, da ist es. Okay, es hat ein bisschen gebraucht. Oh ja, ich habe vergessen die Schlüssel. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab vergessen hier unten. Die müssen leer sein, diese Dinger. Selbstverständlich müssen die leer sein. Oh, das war ein blöder Fehler. Die müssen alle leer sein, weil ansonsten das sehr amüsant wird. Habe ich vergessen. So, also auf jeden Fall, es funktioniert schon mal prinzipiell. Das Minecart kommt dann mit vertauschten Schlüsselpositionen hier an. So, und ja, das so, sollte. Wir machen es normal. Diesmal, komm, kriegen wir nochmal hin. Wir nehmen diesmal C2. Also, wir bereiten das Minecart wieder vor. Wir bereiten unsere Emeralds vor. Sollte man sich vielleicht einmal so speichern irgendwie. So, wir haben 29, 23 Items. Gut.
Also Zimmer wird vorbereitet, wird übers Minecart verwaltet, lediglich an zweiter Position. Da muss man dran denken, dass die immer an zweiter Position sind. Gut, also Zimmer ist verfügbar. Wähle Zimmer aus, gehe weiter, lege Minecart in Kiste, packe rein, bezahle Betrag 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und System aktiviert. Zack. Man kann voranschreiten, man erhält die Bordkarte und die 4 Gutscheine und die Zimmer-Keycard. Waren das nicht 6 Gutscheine? Nein, waren 4 Gutscheine, hatte ich in Erinnerung. Bordkarte eingelöst, willkommen an Bord des Redstone-Kreuzfahrtschiffes. So, Zimmer C2. Vielleicht sollte man es beschriften, dass es vielleicht einen Moment dauert, bis das Gepäck ankommt. Ja. So. Minecart macht sich auf den Weg. Sollte schon hier unten sein. Da ist es Minecart. Wir sehen mit der Box und den Zimmerkeykarten. Sollte jetzt nichts machen. Richtig. Sollte auch hier nichts machen. Richtig. Die müsste alles müsste noch im Minecart drin sein. Genau. Das macht das jetzt. Dieses fährt jetzt hier alle einmal ab, alle Zimmer einmal ab, bis es dann irgendwann in meinem Zimmer ankommt, welches das hier ist. Und dann hier mein Gepäck hinsetzt. Da kommt das Gepäck an, zack, da steht mein Gepäck. Wundervoll. Und was jetzt der Fall ist, ist ja, dass in dem Ding hier die vertauscht sind, die Schlüsselkarten. So, und das muss jetzt nochmal eben korrigiert werden, indem ich die Schlüsselkarte einmal rausnehme, aus dem Minecart rausnehme. Das geschieht hier, wird rausgenommen, die Schlüsselkarte wird an erster Stelle rausgenommen. Und zusätzlich fährt das Minecart jetzt nach unten. So soll es nach unten fallen. Hier. Schlüsselkarte geht raus. Minecart fällt nach unten. Und bekommt jetzt an der Stelle hier einmal ein Item reingesetzt. Sekunde. Das Ganze, das muss einmal hier so im Kreis fahren. So, das Item, was es reingesetzt bekommt, darf irgendein Item sein. Deshalb nehme ich jetzt einfach mal Notenblöcke. So, das können wir eigentlich im Moment, das können wir mal eben schöner machen. Das muss so aufgebaut sein. Minecart bekommt einmal einen Notenblock rein und muss jetzt einmal eine Runde im Kreis fahren und dann haben wir es geschafft. Dann ist das Ganze sortiert und hier kommt das dann sortiert raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Technik so sich verhält, wie ich es erhoffe. Die hatten wir schon mal in, ich weiß nicht, war das in einem Livestream? In einem Livestream oder Part? Ich bin gerade selber nicht sicher. Irgendwann hatten wir auf jeden Fall diese Technik einmal developed. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie wir diese Technik aufbauen. Und die Technik sollte ja nach dem, okay, das müssen wir aufpassen. Da müssen wir höllisch aufpassen, dass das hier auf jeden Fall so funktioniert. Okay, zack. Und dann einmal so und so. Und das sollte es theoretisch sein. Das sollte theoretisch so komplett funktionieren. Also das Minecart befindet sich mit, das sind jetzt unsere Schlüsselkarte. Eine Schlüsselkarte ist hier, die anderen sind hier. Und jetzt soll theoretisch Folgendes passieren, sobald das Minecart in diese Technik reinfährt, soll einmal das Ganze ausgetauscht werden. Schlüsselkarte wird abgegeben, neues Item zu, die Schlüsselkarte wird wieder aufgenommen und so. Und jetzt, das ist, hier hätte noch was abgegeben werden müssen. Warum wurde dieses Item, ich glaube, es wurden 2 aufgenommen an der Stelle hier. Das ist die leichteste Erklärung, es wurden 2 aufgenommen. Stimmt's? Stimmt's? Ja, wahrscheinlich. An der Stelle hier soll ja nur ein Item aufgenommen werden. Weil die Kurve dahinter ist, verstehe. Manchmal können Kurven einen richtig ärgern in Minecraft. Warte mal, dann lassen wir es nochmal anders fahren, das Item. Das Minecart, nicht das Item. Wir lassen das Minecart aber so fahren. Und abgeben tut das Minecart seine Items. Hier. Fährt dann hier runter. Um dann anschließend einmal hier ran vorbeizufahren. Das sollte funktionieren. Meines Wissens über Minecarts nach sollte das gehen. Hier drin sind unsere Notenblöcke. Und ich erkläre euch gleich, wenn es funktioniert, was genau hier passiert in dieser Technik. So, noch einmal, nächster Versuch. Das
Das Minecraft sollte ein bisschen mit Anlauf starten. Also wir haben unsere Schlüsselkarten, eine vorne da und die müssen jetzt wieder sortiert werden. Und Minecraft fährt rein, macht einmal das hier. Ja gut, das hätte dann natürlich weggemacht werden müssen. Und einmal so und ja, jetzt ist er sortiert. Folgendes passiert. Das Minecraft gibt eine Schlüsselkarte, also die erste an der ersten Stelle, wird hier abgegeben. Das ist die Schlüsselkarte raus aus dem Minecraft und in dem Trichter drin. Dann wird als nächstes ein Notenblock hinzugefügt, dem Minecraft, der natürlich dann an die erste Stelle geht. Und dann geht die Schlüsselkarte an der Stelle wieder zurück ins Minecraft, die jetzt an die zweite Stelle geht und der Notenblock wird wieder rausgenommen. Und schon ist das Ganze so, wie es sein soll. Und das Ganze machen wir jetzt noch einmal im Schnelldurchlauf, um zu gucken, dass das wirklich alles funktioniert. Also wir haben eine hier, der Rest ist da und einmal schlupp durchgefahren durch diese kleine Sortierstraße. Und hinten kommt es wunderbar perfekt heraus. Und hat dann die Erlaubnis, weiterzufahren. Das macht dieses kleine Sortiersystemchen hier, die Items in Minecraft umsortiert. Ja, dann können wir endlich das Geheimnis lösen. Wie funktioniert der Checkout? Das machen wir jetzt heute nur mit den Komfortzimmern, mit den Luxuszimmern nicht, weil ich euch das nicht antun möchte, wie ich die einrichte. Deshalb richten wir jetzt nur mal die Komfortzimmer ein. Dazu brauchen wir einmal von jedem Komfortzimmer einmal zweimal die Keykarten. Aber die können wir uns ja schön aufteilen. Deshalb nehmen wir uns einmal von jedem die Ziegarten. So, und dann klonen wir die einmal nach oben. Dann haben wir von 1 bis 6 alle gegeben. Und die richten wir jetzt hier ein. Das ist Position Nummer 1, also für das erste Zimmer, Komfort 1. Schwupp. Jetzt muss ich gleich ein bisschen aufpassen. Dann haben wir hier Zimmer 2. Boah, ich bin echt gespannt, ob die Technik funktioniert. Zimmer 3, ich habe sie noch nie ausprobiert, diese Technik. Zimmer 4. Zimmer 5. Das ist nämlich auch gleichzeitig die Checkout-Technik. Und die werden wir jetzt heute zum ersten Mal in Aktion sehen. Sie steht schon lange hier. Und ich hatte euch schon mal häufiger gesagt, ihr müsst Sachen bauen, bevor ihr überhaupt wisst, ob diese Sachen funktionieren. Das wird richtig spannend. Also heute sehen wir das erste Mal, ob diese Technik funktioniert. Das ist eine Premiere. Wenn ich alles richtig geplant habe, sollte sich nun der Kreislauf der Zimmer und der Hotelzimmer schließen. Und ich bin tierisch aufgeregt, ob das jetzt der Fall ist. Sehr, sehr aufgeregt. Und wir machen das so eingerichtet. Jetzt ist es eingerichtet. Jetzt müssen wir nochmal ganz vorsichtig hier die Karten rausnehmen. Das sind immer 9 Stück. Und das müsste auch auf der anderen Seite 9 Stück sein. Ich glaube, das ist noch ein großer Denkfehler drin. Oh ja. Oh ja. Oh yeah. Oh yeah, wir haben noch einen großen Fehler drin. Und den erkenne ich erst jetzt gerade, diesen Fehler. Aber bevor wir diesen Fehler beheben. Wie behebe ich den? Ich habe eine Idee, wie ich den behebe. Ich weiß, wie ich den Fehler behebe. Gut. Bevor ich diesen Fehler behebe. Ja, okay. Erst ausprobieren. So. Machen wir das mal mit Zimmer C5. C5. Wir bereiten unser Minecraft mit C5 vor. Und wir bereiten, kommen wir noch ein anderes Minecraft vor mit C3. So, die beiden Minecraft stehen nun hier in Position. Und jetzt geht's los. Emerald, nehmen wir in die Hand, mit noch ein Item. Wir buchen einmal Komfortzimmer. Klick. Wir bezahlen, nee, wir geben unsere Items ab für die da. Wir bezahlen mit Emeralds. Keine Ahnung, wie viel zu bezahlen. Ich schmeiße jetzt einfach viel zu viel rein. Hauptsache, wir kommen durch den Bezahlprozess durch. So, und es geht weiter. Wir erhalten den Schlüssel. Ja, komm. Wir erhalten die Bordkarte und wir erhalten den Schlüssel. Und jetzt geht schon alles los. Jetzt geht schon alles von seinen Wegen. Wir können das Hotelzimmer noch nicht, wir können das Schiff noch nicht verlassen. Also doch, können wir theoretisch schon. Schon gut, hab nichts gesagt. Also, wir gucken mal ganz kurz, das Minecraft fährt jetzt hier seine Runde, um den Koffer korrekt abzugeben. Da ist es, es hat den Koffer wahrscheinlich noch nicht abgegeben. Sehr schön, was auch der Fall ist. C5 gibt es den Koffer ab. Das heißt, an dieser Stelle hier wird gleich einmal die Fackel blinken und den Koffer durchlassen aus dem Minecraft. Das können wir auch richtig sehen, an der Stelle hier der Schlüssel rauskommt und jetzt, ja, konnte man gar nicht sehen.
der Schlüssel hier reinkommt. Und jetzt ist das natürlich falsch. Ne? Ihr seht, die Anordnung der Items im Minecart ist falsch. Das Minecart schlängelt sich jetzt einmal durch alle Zimmer durch, damit wirklich an der richtigen Stelle der Koffer abgegeben wird. Der wurde jetzt abgegeben und jetzt geht das Minecart auf seine Endwarteposition. Jetzt werden einmal die Items wieder richtig sortiert. Zack, da wurden sie richtig sortiert. Minecart sollte nun die Items korrekt sortiert haben. Ja, komm, lass mich rein, Minecart. Dankeschön. Minecart-Items sind richtig sortiert und nun geht es in die große Maschinerie hier herein. Da sollte es sich nun an Position 5 niedergesellen. Es wandert durch das System und Position 5, da gesellt es sich auf seine Warteposition. Genau, und jetzt ist das, was ich befürchtet hatte. Das ist passiert. Und ich weiß auch schon, wie ich das Problem löse. Komme ich gleich zu. Ja, ich habe eine ganz einfache Lösung für das Problem gefunden, aber die Lösung, die schauen wir uns gleich an. Ja, Minecart steht jetzt da und wenn ich nun auschecken möchte und ich werfe jetzt hier irgendein Item rein in den Auscheckomat, dann wandert dieses Item durch diese Maschine durch, kommt am Ende hier hinten raus. Theoretisch, da. Nein, es ist nicht rausgekommen. Was zum... Oh, das Item hier, das wurde jetzt gerade irgendwo einsortiert. Und zwar, da wurde es einsortiert. Aber nichts passiert. Nichts ist passiert, doch die Tür ist offen gegangen, weil das einsortiert wurde. Das ist eine große Gefahr. Jetzt dürfte die Tür sich nicht öffnen. Tut sie auch nicht, genau. Das Item wurde zwar einsortiert, aber die Tür öffnet sich nicht. Das war gerade ein kleiner Fehler, durch den, weil wir vorhin das System eingerichtet haben, war die Tür auf. So, jetzt kommt die Besonderheit. Wenn ich den Schlüssel einsortiere, den Zimmerschlüssel einsortiere, wird er hier einsortiert an der Stelle C5. Da. Sobald er einsortiert wird, gibt es hier hinten ein Output. Dieser Output geht über diese Instant Wire sofort hier hin und die Tür wird auch schnellstens geöffnet. Deshalb der Checkout dauert gar nicht lange. Wir schmeißen das Item hier rein und kurzerhand später öffnet sich die Tür. Bitte. Da öffnet sie sich, weil ich kann das Schiff verlassen. Und gleichzeitig fährt unser Minecart jetzt wieder auf die Ich-bin-frei-Position. Jetzt sieht das allerdings im Minecart so aus und es soll so aussehen. Das ist das Letzte, was noch getan werden muss, damit das System perfekt ist. Und ich weiß auch schon, wie ich dieses Problem umgehen kann. Und zwar, indem ich auch hier den guten alten Notenblock-Trick verwende. So, den baue ich gleich mal hier ein. Ja, haha, das ist hier. So, das gleiche muss auch nochmal hier geschehen und hier geschehen, also brauchen wir ganz allgemein nochmal die Minecart Rails, so, zack, zack, wir haben hier die, so, im Diamant, wir haben die Super VIP Zimmer, dann machen wir das einmal so und so, hier soll einmal ein Item rausgenommen werden und zwar ist das natürlich genau das Item, welches benötigt wird. So an der ersten Stelle ist. Man merkt, dass ich überlegt und angestrengt bin und am Überlegen bin, wenn ich irgendwelchen Dumpfmüll labere. Ich freue mich heute aufs Abendessen. Ich muss das mal kurz sagen. Heute Abend gibt es Kohlrouladen. Das ist ein sehr untypisches Abendessen. Bei uns gibt es nicht immer so verrückte Sachen. Meistens gibt es bei uns mal sehr deutsche und einfache Sachen. Aber nein, heute Abend gibt es mal was anderes. So, jetzt müsste ich eigentlich einen Item-Fahrstuhl bauen. Habe ich keinen Bock drauf, einen Item-Fahrstuhl zu bauen. Das geht auch viel eleganter, wenn wir den Zug selber das Item abholen lassen. Hier unten. Einmal zur Abladestation, einmal bitte das Item abholen. Das wird ja wohl möglich sein in dieser oberfaulen Gesellschaft, in der wir heutzutage verkümmern. Nein, tun wir hoffentlich nicht. Das heißt, ich will mal schon ganz kurz hier anlehnen. Und dann einmal hier. Ja, es geht sogar. Boah, das ist. Nein, das ist eine schlechte Idee. Eine, ich sollte besser nochmal drüber nachdenken, Idee. Mein Gott, kommt von hier. Fährt hier runter, fährt hier runter, fährt hier runter. Da muss es die Items abholen. Dammit, das kann doch jetzt nicht so, das kann nicht euer Ernst sein, dass das hier so schwer ist. Das ist doch nicht euer Ernst. Nein, kann es auch nicht. Ich stelle mich gerade nur ein bisschen ungeschickt an. So,
Die Technik ist eigentlich recht einfach. Aber ich sag's ja, ich sagte es ja schon, ich stelle mich ein bisschen ungeschickt an gerade. Aber ich sollte, ich weiß auch gar nicht, warum ich mich so ungeschickt anstelle. Wobei doch eigentlich das alles super duper einfach ist. Ja, eben noch was da drüber legen, dass da kein Item reinfallen kann. Das wäre oberst peinlich, wenn da irgendwas reinfällt an dieser Stelle von oben, weil das schrottet unser ganzes System. Ist auch nur ein Füll-Item, welches hier da reinkommt, damit die Items korrekt gelagert werden. Das ist so einfach. Einfach, einfach, einfach. So richtig einfach. So einfach und doch so schwer. So. Ich will es in diesem Part noch fertigstellen. Was auch gleich getan ist. Es sind nicht mehr viele Rails, die gesetzt werden müssen. Dann habe ich das System abgeschlossen. Boah, so viel Planung, so viel Arbeit läuft jetzt zusammen. Fertig. Damit ist das Hotelsystem vollkommen funktionsbeträchtig und kann nun im Kreislauf. Nun agieren die Zimmer im Kreislauf. Aktuell sind 2 Zimmer frei, wie wir sehen. Ich bezahle nun, also ich wähle nun mein Zimmer aus, bezahle nun den Betrag und während der Betrag bezahlt wird, nehme ich mir mal Spongy Bob hier mit aufs Zimmer. Der Betrag wird bezahlt und ich erhalte gleich an dieser Stelle meine Sachen, meine 7 Sachen. So, jetzt sollte der Betrag bezahlt sein. Durchlassen bitte. Ja, da ich bekomme meine Sachen, ich bekomme meinen Gutschein, ich bekomme meine Hotelschlüsselkarte, Zimmerkarte und kann nun mit der Bordkarte das Schiff betreten. Kann also hier reinkommen und was jetzt passiert ist folgendes. Ich kann auf mein Zimmer gehen, ich habe das Zimmer C3 bekommen. Schauen wir mal ganz kurz, das muss ich noch beschriften. C1, C2, C3 ist da vorne. Okay, weil es Komfort ist, muss ich halt hinlaufen, habe keinen Fahrstuhl, der mich aufs Zimmer bringt. Egal. So, zack, da sehen wir auch schon auf dem Zimmer. Mein Gepäck ist noch nicht angekommen. Sollte hier jetzt noch irgendein anderes Gepäck stehen, nur damit Bescheid wisst. Es kann ja sein, dass noch vom Vorgast das Gepäck ist. Man wird gebeten, das Gepäck mitzunehmen. Wenn man das Gepäck nicht mitnimmt, hat man Pech gehabt. Das bleibt, die leere Schalkerbox bleibt hier noch stehen und wird dann überschrieben von der neuen Schalker-Box, die jetzt gleich ankommen soll. Das System müsste funktionieren, ohne dass ich irgendwas mache. Da kommt mein Gepäck an. SpongeBob, wunderbar. Und das Minecart fährt nun hoffentlich richtig auf die Warteposition. Minecart, wo bist du? Das ist Minecart. Items werden im Minecart schon mal richtig sortiert. Erste Stelle ist frei. Oh mein Gott, ich hab die Füll-Items vergessen. Und zwar die Notenblöcke, die jetzt ganz schnell hier mir aus der Not helfen. So. Ah, das ist okay. Ja, jetzt wird nämlich ein Notenblock an die erste Position des Minecarts gelegt. Und jetzt sucht sich das Minecart die Warteposition. Und dann sieht das Ganze so aus. Ai, sehr schön, sehr schön. Und ja, jetzt ist es so, wenn ich dann mein Zimmer, also wenn ich dann fertig bin und hier Hotelschlüssel abgebe, dann kann ich das Schiff verlassen. Das sieht dann so aus, die Tür öffnet sich, die Tür bleibt zu und ich kann das Schiff verlassen. Das war der Checkout und durch den Checkout wird automatisch, das ging ganz schnell, wie ihr gerade gesehen habt, hier alles wieder vorbereitet und der Notenblock wandert wieder zurück hierhin. 63. Warum? Achso, ja, der steckt jetzt wahrscheinlich hier fest. Ja, tut auch, der steckt da fest. Jetzt nicht mehr. So, der wandert wieder zurück hier hin und alles ist wunderbar. Und so schließt sich der Kreis. Und jetzt ist das Zimmer wieder kaufbar. Eins noch, falls ihr meckert und sagt, ja, das Minecart muss da aber stehen, damit ich auschecken kann. Was passiert, wenn der Gast schneller auscheckt? Kann ja passieren. Auch das möchte ich euch ganz kurz noch eben zeigen. Also, ihr müsst kein Gepäck abgeben. Ne? Ihr könnt auch einfach die Gepäcktruhe in Ruhe lassen. So, zahlen wir mal schnell. Machen wir es heute ein bisschen länger. So, was passiert, wenn ich auschecke, ohne dass das Minecart da an der Stelle steht? Ich muss mal gucken, welches Zimmer wir jetzt bekommen werden. Bekommen Zimmer C5. So, ich checke ein, bekomme die Bordkarte, so, check ein und checke sofort aus. Frage, funktioniert es? Ja oder nein? Antwort, The Jokecraft hat nachgedacht. Diesen Fall habe ich natürlich einkalkuliert und ja, es funktioniert. Dieses Item wird jetzt einfach hier auf die Karte hingelegt. Also, wo ist es? Da. Unsere einsortierte Schlüsselkarte wird hier hingelegt und aktiviert dieses System. Das heißt, unser Minecart gibt nun die Kiste ab. Die, oh, mein Night Vision ist aus. Ihr seht, unendliche Night Vision ist nicht unendlich. Das wollte ich auch nochmal kurz gesagt haben. Ohne Ankündigung ausgegangen. So,
Dieses Minecart fährt nun auf die Warteposition hier gleich und fährt sofort wieder weiter, weil die Karte ja schon zurückgegeben worden ist. Die Karte wurde zurückgegeben, Minecart kann sofort weiterfahren. Er hält den sofortigen Befehl zur Weiterfahrt. Das Minecart, das dreht erstmal seine lange Runde durchs Kreuzfahrtschiff. Da hat es viel Spaß bei. Viel Spaß, Minecart. Vielleicht ist es schon längst. Nee, eigentlich müsste es gleich noch kommen. Das dauert ein paar Minuten. Da ist es. Und alles gut. Items wurden korrekt sortiert. So, jetzt erhält es seinen Notblock für die Notenblock für die Warteposition und fährt sofort hierhin. Bekommt seine beiden Items zurück. Ah, okay. Ein Item bleibt hier hängen. Das ist aber nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Denn beim nächsten Mal. Also das ist jetzt nicht schlimm, jetzt fehlt einmal der Schlüssel im Minecart. Okay, okay, das ist aber das ist deshalb nicht schlimm, weil beim nächsten Durchgang wird das Minecart ja hier auf die Warteposition fahren und würde sich einfach wieder den Schlüssel nehmen. Das ist kein Problem, dadurch wird ja nichts durcheinander geworfen. So, und jetzt kann nämlich hier unten anhand dieser Minecarts die Zimmer verwaltet werden. Das Ganze werde ich jetzt noch selber privat einrichten und dann ist es geschafft. Wir gehen mal ganz kurz auf Zimmer C5. Gucken, ob die orange Schalkerbox jetzt dort bereitsteht. Ja, das ist sie, die orange Schalkerbox, die leer ist. Die ganzen anderen Schalkerboxen, die müssen jetzt zur Schalkerbox-Verarbeitungsmaschine gebracht werden, die hier hinten im Maschinenraum entstehen soll, die Schalkerboxen dann komplett ausleert. Das Ganze kommt da raus. Genau, hier sind die ganzen Schalkerboxen, die nicht mehr gebraucht werden. Der ganze Müll. Ach, einen Mülleimer habe ich vergessen in den Hotelzimmern. Auch gut zu wissen. Das wusste ich nicht. Ja, das sind jetzt eine ganze Menge Schalkerboxen hier drin. Die dürfte ich bitte einmal alle einsammeln. Gut. Haben wir schon viele Tests gemacht. So, richtig, den Mülleimer habe ich vergessen. Das ist aber nicht schlimm, den kann man noch nachträglich nachbauen. Obwohl, nee, sonst muss man den Müll einfach die Toilette runterspülen. Richtig, daran habe ich gedacht. Also die Toilette ist an den Müll angeschlossen. So, ja, cool. Cool, cool, cool. Dann geht's weiter mit dem Restaurant. Da mache ich mir nochmal auch ein paar Gedanken zu, wie ich das am besten mache. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Liebe Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.